Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GCV mit Steve und Maurice. Guten Morgen. Alles klar. Hi. Ach schön. Warum? Was war daran jetzt wieder verkehrt? Maurice fühlt sich irritiert, weil ich mal mit Steve angefangen bin. Wow, Wahnsinn. Ich bin das letzte Glied. Ich bin nur Gast. Aber das wichtigere Glied. Oder eigentlich hätte ich jetzt erwartet, wenigstens einer Mitglied. Ich hätte sie erwartet, den Spruch. Oder einer mit einem längeren Glied. da gibt es so viele gute Sachen zu. Habt ihr auch das größte Feld hier genommen, ne? Ja, das letzte, ne? Ganz oder gar nicht. Ist aber das letzte. Ich hab überlegt, wir haben jetzt noch anderthalb Monate Zeit. Müssen wir zum LS19er wechseln? Ja, achso, erzähl mir bitte erstmal, ja. Ist gerade was eingefallen. Weiß nicht, ob deins erst zu abarbeiten ist oder meins erst abzuarbeiten. Ich sprich erstmal. Ist mir gerade wieder eingefallen, deswegen. Ich hab noch mal überlegt, ob ich nicht vielleicht doch mal versuche am Wochenende, weil ich wollte mir am Wochenende ein bisschen frei nehmen. Vielleicht mal überlege, ob ich nicht gucke, ob wir nicht mal einen Hof-Bergmann-Spielstand mal spielen auf dem Server. Mit ein paar mehr Leuten als nur ich mal Single-Player. Okay. Also, wo ich wollte, ich ziehe mir morgen eine komplette Kopie des Servers, schmeiß dann alles runter und schmeiß mal meinen LS-Spielstand drauf mit den ganzen Mods und guck, was davon funktioniert oder nicht funktioniert. Was anderes bleibt mir da gar nicht über. Nee, ich hätte jetzt gesagt, dass wir vielleicht, ich hatte ja gesagt, dass wir noch Schweine jetzt machen in der letzten. Schaffen wir nicht. Schaffen. Ach, das schafft. Nee. Wenn das einer schafft, dann wir. Warte. Ganz kurz meinen Kuchen wegstellen. Also für Kuchen hast du gefressen, Alter, weil es ja ein Kuchen gleich weg oder wie? Ich hab schon, war schon ein größeres Stück, weil ich mir abgeschnitten habe. Naja, größeres Stück, aber ein Kuchen. Wasser, Stroh, kein Problem. Körnermais, ein Problem. Weizen, Gerst, nicht unbedingt ein Problem. So. Ja gut, Kartoffeln, Zuckerrüben müsste man anbauen. Kartoffeln habe ich dabei. So, sag ich mal, wenn wir meinen Hof-Bergmann-Spielstand nehmen, können wir das sofort machen. Marc, so Dings habe ich doch, Sämaschine habe ich doch bei mir alles stehen. Ja, aber kein Ernter. Und wir haben, da mietet man sich den. Ja, auch ja recht. Aber ich überlege halt, bei meinem Spielstand könnte man halt sofort, obwohl ich habe da schon Schweine. habe ich Schweine? Ja, ich habe echt Schweine. Zwar nicht viele, aber ein paar müsste ich haben. Ja, das war auch nur so ein Vorschlag. Ich muss allgemein erstmal gucken, ob der Spielstand überhaupt läuft. Weil da läuft ja so viele Mods drauf. Dass es mich nicht wundern würde, wenn es mir den kompletten Server zerreißt. Also wirklich in 50 Milliarden einzustecken, dass ich den LS-Server komplett neu installieren muss. Oh, da verkauft einer was. Da gibt's Money. Money, Money. Doch, gibt ja richtig viel Geld. Oh. Oh, 80.000 fast. Ist doch gute Quote. Für eine Ladung. Was hast du auf dem Anhänger? 40? 45? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nein, ja, so ein Dreh wissen. Ich glaube, sowas im Dreh, aber. Er schwimmt. Also irgendwas um den Dreh wirst du ja wohl drauf haben. Ah, wir können, alle Leute, die heute nichts zu tun haben, dürfen Maurice gratulieren. Ach stimmt, ja klar, ist halt Geburtstag, ne? Ja, dann hast du. Nee, gestern schon. Ach, gestern schon? Ja, die Folge kommt Freitag. Diese Woche nur 4 Folgen, deswegen. Ach, haben wir Montag. Nachträge, ne? Haben wir Montag vergessen. zu erwähnen, aber. Hab ich nie mal dran gedacht jetzt. Ja, kannst mir Donnerstag gratulieren, wenn ich wirklich Geburtstag habe, Steve, dann alles gut. Ja, bringt mich nicht durcheinander jetzt hier. Der ist das nicht gewohnt aufzunehmen und im Vorhinein zu denken, das kennt er nicht. Oh. Ah. Da kommt der Stricher. Da kommt der Pornodarsteller. Nein, aber mit deinem kleinen Furz da, du. Nein, ja, der zimmert hier gerade 30 Tonnen weg, plus Fass und Schlepper. Ach stimmt, jetzt komme ich erst drauf, ja klar. Ja, stimmt. Ja.
Aber heute eine andere Geburtstag, die ich kenne. Wie die Svenja hat Geburtstag. Ja, du bist schneller ganz ohne, weil ich hab noch 30, 40 Tonnen hinten dran hängen. Ah, ich habe auch nur 52 Grad so. Ich muss ausholen, sonst komme ich hier vorne nicht rein. Ja, du mich auch musst ausholen, ja. Und hier noch der Schneidwerkswagen, muss ich noch weiter ausholen. Ach komm. Laberkopf, du, ey. Ja, Knallerbsen, ey. Ja, ehrlich, du lass Ah. Man mag mit Leben ist ja nichts anderes gewohnt, als Knallerbsen zu sein, ne? Wirklich. Herr Maurice, ich kann dir sagen, ich habe meinen Kuchen aufgegessen, erfolgreich. Das ist schön. Ja. Morgen Sonnenschein kommen. Ja. Heute Nacht 3 bis 5 Grad, das wird richtig arschkalt morgen früh. Ja, ich habe gerade schon das Fenster wieder zugemacht. Ich hatte heute den ganzen Tag beide über offen hier auf Kipp. Und, ich habe auch. Warte, ich am Montag die Schule. Dienstag habe ich angefangen zu arbeiten. Also, weil ich montags zur Schule bin, ist ja klar. Boah, das erste Mal, dass ich meine Jacke angehabt habe. Nein. Doch, beim Arbeiten. Ab im Kalender damit, du, ey. Ja, nur im T-Shirt ist auch kacke. Hast Arbeitshose an und dann ziehst die Jacke an, fertig. Ja. Weil das war schon... Alter! Bin ich doof. Verkehrte Taste. Zieh! Schlepper. Auch heute hatte ich die ganze Zeit Jäckchen an. Ah gut, ab und zu mal nicht zum Mittag oder so zum Kaffee. Habe ich keine Jacke an, aber sonst... Wenn auch ganz halt torlos ist, dann wird er doch nicht warm in der Halle. Wenn es dann auch die ganze Zeit so durchzieht wie in der Hechtsuppe, ist ja Wahnsinn. Wenn bei auf beiden Seiten Tor auf ist und dass der Wind so durchzieht. Ist zwar schön für uns, müssen wir nicht fegen, weil der Wind halt alles mit rausträgt. Aber es war trotzdem geil. Die Stifte müssen noch fegen. Kenn ich doch noch von früher. Ja, ist auch so. Ja. Außer wenn es weniger ist, machen wir aus Versehen Tor auf. Wir wollen nur die Maschinen rausfahren, dann hat sich das Fegen danach auch erledigt. Ja, man muss sich nur einfallen lassen, wie man es macht. Ja, kreativ denken, ne? Ja, hinten da raus und da auch noch. Dann muss die Maschine auch noch eben. Und dann... Die zwei Hauptaufgaben für Stifte, ne, für Azubis. Fegen und Kaffee holen. Nee, ja, haben wir. Richtig geiler Job für Marc. Richtig. Also so schlimm habe ich es nicht. Was die haben so extra, wo ich die Ausbildung gemacht habe, haben sich hier so welche diese Kaffeehalter gebaut, extra aus Alu, ne? Wo dann 12 von diesen Klicks Kaffeebechern reinpassen, ne? Dass man immer schön Kaffee holen kann dann. Ist am Automaten, schmeißt dann einen Groschen nach dem anderen rein, ne, holst dann den ganzen Kaffee da weg. Ne? Geil. Geil, ja. Bis sie dann alle verteilt haben, ist sie kalt. Ja, wenn man Mark heißt und hier aus dem Quark kommt, stimmt. Fick dich. Und vorher schön mit Notizblöckchen alles aufschreiben, was jemand haben will, ne? Ja, rennst du auch mit so ein kleines Notizblöckchen da und willst du haben. Klar. Ja, der Meister, der gibt dann auch diese 4 Euro, ne, oder 5 Euro in klein und dann holst du dann Kaffee, ne, für alle, ne. Ja, so stelle ich mir das vor. Also, ich muss sagen, also ich habe ja bei der Hochschule, ich bin damit relativ human, was ich, sage ich mal, oder wir als Stifte machen müssen. Was die anderen alles machen müssen, nur denkst du, halt dich einen Glückwunsch. Halt, Daphne. Die müssen ja wirklich alles machen und wir ja... Ist halt klar, abends oder morgens Maschinen rein, rausfahren, ist klar. Ja, Tor aufmachen morgens. Kaffee holen. Nee, Kaffee gar nicht. Wir trinken gar keinen Kaffee. Nee, wirklich. Also, wir haben keine Kaffeemaschine, trinkt bei uns keiner Kaffee. Hat mich auch gewundert, dass ich das erste Mal da war, aber... Ja doch, der Meister trinkt Kaffee, aber auch nur zum Frühstück und zum Mittag, so eine Thermoskanne, aber sonst gar nichts. Das ist ja einzigartige Werkstatt auf jeden Fall. Also ich muss wirklich schon sagen, was ich da teilweise so in der Berufsschule von höre, von meinen Kollegen oder Mitschülern dann, oder auch aus anderen Filialen.
weil ich habe jetzt bei mir in der Berufsschule noch eine andere Filiale sitzen mit zwei Auszubildenden, von daher, was die alles machen müssen, denkst du, da bin ich eigentlich relativ gut dabei, was ich, sag ich mal, nicht machen muss. Muss ich sagen, also da bin ich schon, habe ich. Und es ist ja nicht so, ich mache das auch nicht jeden Tag. Kommt immer ganz drauf an, wie wir Zeit haben. Wir sind ja, sag ich mal, der erste und der zweite Stift machen das ja. Also erstes und zweites Ausbildungsjahr. Ach, mein Fass ist schon wieder leer, leckt mich dann am Arsch. Zum Beispiel, wenn ich noch irgendwas zu tun habe, dann macht der andere das. Oder wenn ich nichts mehr zu tun habe, dann fange ich schon mal an. Wir wechseln uns ab, das klappt relativ gut. Ach so, Maurice, die haben den 38 haben die in der Werkstatt, ne? Der wird jetzt irgendwie grundlegend nochmal irgendwie vorbereitet, irgendwie, ich weiß auch nicht. Okay. Also der wird auf jeden Fall sehr viel gemacht. Weiß ich, ja. Da wundere ich mich drüber. Also ich bin echt gespannt, welchen 2005er Christian mit dem 840 rausjagen will. 840? Ja, zusammen bei eBay. Bei Mobile.de meine ich. Mal gucken. Welche da sein zweites Fahrzeug ist aus dem gleichen Jahr. Ich habe ja gehört, dass der Patrick angeblich vielleicht den 842 oder 847 kaufen will. Ja. Also, achso, Patrick hatte mir am Mittwoch einen Link geschickt. 94,35 dann zum Verkauf wieder. Ist aber jetzt schon wieder verkauft worden. Rofino 5N. 2010 komplett grundrestauriert. Neue Polster, neu, alles neu, drinnen, außen, alles neu. Und auch ein Ex-Stadtwerk oder was? Naja, X9435. Jo. In der Ufi 05er. Dann muss ich ja zuschlagen müssen. Oh, 2-0 Hertha gegen Bayern. Arschgeil. Sag bloß. Ja, richtig geil, du sag mal. Was für ein Fußballabend heute, ist ja schlimm. Ah, So Münster keine. gewinnt. Drei Spiele hintereinander, englische Woche, drei Spiele, drei Siege, 9 Punkte, was willst du mehr? Ah, jetzt ist die Bundesliga noch spannend, die ersten Spieltage. Jetzt ist Berlin oben, jetzt ist Bremen oben. Ah, Bayern schwächelt. Bisher. Ja, bisher ist ja noch nicht mal ist jetzt Halbzeit sofort. Ah, Sofort Halbzeit, die haben noch ein paar Minuten zu spielen. Da ein Spiel, wo ich auf jeden Fall hingehe dieses Jahr. Bei Preußen ist auf jeden Fall, wenn die gegen Halle spielen, da gehe ich auf jeden Fall ins Stadion. Das steht Ja. fest. Kannst ja mit, kann ja, keine Ahnung, können wir zu dritt hingehen oder keine Ahnung, zu Ja, klar. zweit. Wenn das passend ist und nächster zur Sprache auf jeden Fall. Verpasse ich jedes Jahr, mal eng hinzugehen. Weil man spielen ja, weißt du das schon? Winter auf jeden Fall. Muss ich mal nachgucken. Ob das, ich glaube Januar oder ich weiß nicht, aber mal schauen. Oh, eiseskalt. Ja, kann man nicht ändern, Müsst euch warm trinken, dann darfst du ja, Maurice. warm trinken und warm sprengen, so ungefähr, ne? Maurice, dann darfst du ja endlich. Dann kann ich Steve abholen und darf er will, dann kann er mal nicht fahren. Er kann er mal Pause machen, dann fährt er ja immer. Ich weiß nicht, ob du unbedingt bei Maurice mitfahren möchtest. Können wir mit dem Bus fahren oder mit Zug dann? Ja, mit dem Zug, dann fahren wir mit dem Stadion-Express, also mit dem Stadion, schade. Ja. Ne? Und die Eintrittskarte ist ja auch eine Fahrkarte, ne? Ja, für den Tag geht die ganze Fahrkarte in Münster. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Ja, warum auch? Wie würdest du da kontrollieren auch? Ganz ja auch nicht. Wird sich keiner antun. Ja, das war auch cool. Ich habe jetzt, ich glaube, die Woche, wo ich jetzt gerade viermal kontrolliert. Jetzt hier die Woche und dann war auch mit Berisha, war gestern Morgen auch Kontrolleure. Steigen ja in die Steigen Inselbogen oder? Nee, ein, Quatsch. eher Oder? noch. Erstmannsfliege steigen die ein. Der Bus natürlich voller Kinder, sagt der, ich stand vorne ja bei Berisha, sagt der Typ, der vorne eingestiegen ist, sagt er, wer hat Berisha gefragt, wollte er jetzt schon machen, sagt der Typ, nee, nee, wir warten erstmal noch ein bisschen. Ne? Also. Prelux oder was? Weil er Ne, ich ausgestiegen bin ist. Kek-Halbig noch. Ich denke mal Kek-Halbig aus. Ist ein bisschen ruhiger. Weiß ja nicht die Hauptstraße, da ist das immer entspannter, finde ich. Ja, Maurice wird auch älter, da muss man schon mal darauf achten, dass das nicht mehr ganz so hektisch Da still mag, ey. Ja, ich bin ja schon länger 18, also ich bin ja schon Jetzt schon drin. länger Du 18, jetzt kommst schon jetzt ja länger rein, du 18, weißt gar ja. nicht, was das ist. Respekt vor dem Alter.
Ja, dann willst du Respekt vor mir haben. Wer ist denn hier älter? Ihr habt doch Respekt vor dir. Ja, perfekt, passt doch. Kann ich leben. Damit kann ich leben. Aber Maurice, du darfst es wieder ankündigen. So, letzte, dritte Folge. Eine gibt's noch. Lass mich sagen, bedanken wir uns für euer Interesse. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert unseren Kanal. Stellt auf jeden Fall auch in der nächsten Folge wieder vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Bis dann. Ciao, ciao und bye bye. Tschüss.